Guten Tag und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die große Frage, was ist eigentlich zwischen Gloria und Bauer Patrick passiert? Also wir alle haben ja vernommen, dass beim Promi-Büßen wir eindeutig erkennen konnten, dass die beiden, sagen wir mal, eine leichte und kleine, aber feine Liebelei miteinander hatten. Dass sie vermutlich die Show wegen ihm verlassen hat. Und die ganz Schlauen unter euch und ganz Aufmerksamen haben natürlich im Sommer mitbekommen, dass Gloria und Patrick das ein oder andere Mal zusammen unterwegs waren, wo wir uns auch schon so ungefähr denken konnten, dass da eventuell was geht. Wie die Geschichte wirklich weitergegangen ist, was im Vorfeld passiert ist und was es mit dem Schmuckkästchen auf sich hat, das erfahrt ihr in diesem Video. So, ihr Lieben, ihr merkt schon, ich bin hier freudestrahlend und lachend zugange, weil ich schon wieder mich unglaublich drüber amüsiere, über dieses Schmuckkästchen, ja, obwohl es hier ein krasses Thema ist und ich auch jetzt schon versprechen kann, dass es gegen Ende nochmal so ein bisschen rabiat wird, dass es auch nochmal ein bisschen, also dass das Niveau wirklich ganz tief nach unten geht. Und ich muss mir wirklich die Frage stellen, also ich hoffe, die Frauen da draußen, die das jetzt sehen, sind jetzt nicht ganz so streng mit mir, aber ich stelle mir ganz oft die Frage, warum sind Frauen eigentlich immer so bösartig untereinander oder besser gesagt auch zueinander? Natürlich gibt es auch mal Reibereien unter Männern und natürlich gibt es auch gerade unter queeren Männern mal Reibereien, wo wirklich Worte fallen, wo ich mir denke, okay, muss jetzt nicht sein. Das sind aber in der Regel immer wirklich teilweise auch Leute, die direkt was miteinander zu tun haben. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass es gerechtfertigt ist, aber gerade in den Kommentarsektionen, nicht auf diesen Kommentar, den ihr euch nachher einblendet, der ist zwar auch auf unterstem Niveau und die Person hat auch was mit Gloria zu tun, aber muss auch nicht sein. Aber generell fällt mir auf, dass der Umgangston unter euch Frauen so rau ist. Und ich frage mich immer, woher das kommt. Also Girl Support Girls ist wahrscheinlich einfach nur so eine Erfindung, die, weiß ich nicht, so gut wie nie angewandt wird. Okay, wir steigen jetzt aber mal direkt ins Thema ein, denn Gloria hatte ja angekündigt, dass sie uns aufklären möchte, was zwischen ihr und Bauer Patrick passiert ist. Ja, eine Liebelei, die ich so nicht habe kommen sehen, wenn ich ehrlich bin, aber ich habe genauso wenig Tommy und Paulina kommen sehen und muss ehrlich sagen, dass ich die als Paar ganz cute zusammen finde. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal mit der Story von Gloria an. Leute, jetzt kommt dieses lang ersehnte mega großes Statement oder Erklärvideo, was auch immer, wie man es schimpfen möchte, zum Thema Patrick und mir. 2 Wochen, bevor das Promi-Büßen angefangen hat, also 2 Wochenenden, bevor das Promi-Büßen angefangen hat, haben wir uns das erste Mal getroffen hier in Stuttgart. Er ist von einer Veranstaltung von weiter oben von Deutschland durch Stuttgart gefahren und da wir halt wirklich über Wochen, Monate immer wieder telefonischen Kontakt haben, immer wieder telefoniert haben, geschrieben haben, hat er gesagt so, hey komm, lass uns doch was essen gehen. Und dann waren wir was essen im Umami und später haben wir dann noch eine Freundin in der Stadt getroffen. Jeanette heißt sie, wir brauchen die jetzt gleich für die Geschichte, deswegen müsst ihr euch den Namen merken, Jeanette. So, und da waren wir dann zu dritt, später noch in einem Café und da hat Patrick dann auch Jeanette kennengelernt. So, also das war sozusagen unser erstes Date, wenn man es so schimpfen möchte. Mir war tatsächlich nicht bewusst, dass die beiden sich im Vorfeld kannten, muss ich fairerweise sagen. Habe ich so gar nicht mit gerechnet. Das hat mich total überrascht in dieser ganzen Story. Und ihr müsst euch jetzt 2 Sachen merken. Einmal den Namen Jeanette, denn das wird gleich noch weiter erzählt. Und natürlich auch die Thematik Schmuckkästchen. Ja, ich teaser dich schon die ganze Zeit ohne Grund drauf an. Auf jeden Fall hat es mich insofern überrascht, weil ich jetzt nicht gedacht hätte, dass Gloria generell der Typ Frau von Patrick ist, ja, also wir alle erinnern uns, was er für Sprüche Antonia gegenüber gerissen hat und da muss ich jetzt sagen, das hätte natürlich in dieser Konstellation hätte ich jetzt Gloria da nicht reingepackt, also einfach, sie ist zwar eine attraktive Frau, aber das, was er immer über Frauen geäußert hat, hätte jetzt bei mir im Kopf ausgelöst, dass ich sage, der muss ja eine ganz andere Typ Frau haben. Aber gut, sie haben sich auf jeden Fall getroffen, sie haben Monate im Vorfeld geschrieben. Das bedeutet ja, er hat in irgendeiner Form Interesse an ihr gehabt und das klang jetzt hier nun nicht unbedingt freundschaftlich, weil sonst hätten sie sich nicht getroffen. So, jetzt gucken wir mal, wie diese ganze Geschichte weitergeht. War aber alles auf Friendzone-mäßig, weil ich ein Typ bin. Und ich brauche halt unglaublich viel Zeit, beziehungsweise ich bin der Typ Mensch, ich lerne halt Menschen oder Männer halt immer erst so
auf entspannt kennen. Nicht, dass man gleich sagt, man hat ein Date, macht rum, es läuft irgendwie in der Kiste was oder so, sondern ganz ruhig mit den wilden Pferdchen. So. Dann ein Wochenende später, also ein Wochenende genau vorm Promibüßen, war dann diese Jeanette mit einer bestimmten Frau unterwegs und diese Frau hat dann gesehen, dass Jeanette mit Patrick ist und hat dann über Jeanette ihr Profil in Instagram Patrick geschrieben. Und Patrick hat erst gedacht, ja, okay, das ist Jeanette, hat dann aber relativ schnell gecheckt, dass es nicht Jeanette ist. Und diese Frau wollte dann, dass Patrick ins Hotelzimmer kommt und weiß ich was. Also war halt, sehr needy-mäßig, würde ich jetzt mal sagen. Hat dann Patrick gesagt, so, ja, lass doch über ihr Profil schreiben. Und so ist sie sozusagen an Patrick rangekommen. Also über meine Freundin. Und meine Freundin hatte ja sozusagen, war nur an Patrick dran, über mich. dann hat sozusagen sich diese Frau halt zwischen mich und Patrick gedrängt, weil wir uns halt auf langsam kennengelernt hatten. Da lief dann auch beim ersten Treffen gleich alles, also volles Programm, was man halt alles so machen kann. war dann auch wirklich super anhänglich. Es war ja dann auch, sie war dann auch bei dem Promi-Büßen, ist sie dann ins Hotel gekommen. Da haben sich halt alle drüber lustig gemacht. Aber ja gut, also kann man machen, muss man nicht. Ist jetzt auch nicht das Thema der Story hier. Leute, es tut mir so leid, dass ich so lachen muss, aber ich liebe das immer, wie Gloria ihre Geschichten erzählt. Ich weiß nicht, ich finde das immer unglaublich erheiternd. Also Fakt ist, dass die beiden sich erstmal vorher kannten, das habe ich ja vorhin schon mal angeschnitten, das wissen wir inzwischen. Ich habe das ehrlich gesagt beim Promi-Büßen nicht gemerkt. Also das muss ich gerade nochmal, ich habe da gerade nochmal drüber nachgedacht, als ich mir diese ganze Geschichte mit Jeanette angehört habe, da habe ich so gedacht, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass es da schon doch eine intensivere Vorgeschichte von den beiden gab. Also wie gesagt, vor dem Promi-Büßen getroffen, alles ganz, ganz kurz vorher hier vor Start der Dreharbeiten monatelang geschrieben. Diesen Eindruck hatte ich nicht. Wurde vielleicht, ich weiß nicht, ob das vor Ort thematisiert wurde und es wurde uns einfach nicht gezeigt. Keine Ahnung. Hat mich auf jeden Fall überrascht. Ich muss jetzt mal hier sagen, jetzt wird dieser Bogen über die Jeanette gespannt und über diese andere Frau, die sich daran gemacht hat und quasi dazwischen gegrätscht ist. Ich bin da ja immer, ne? Also ich muss da ja mal ganz klar Stellung beziehen. Also natürlich ist es auf der einen Seite nicht so cool, wenn man sich an jemanden ranmacht, wenn man vielleicht irgendwie gerade merkt, dass die Person jemanden kennenlernt. Aber auf der anderen Seite muss ich da auch die Verantwortung zu Patrick rüberschieben. Also ich meine, wenn er jetzt irgendwie trotzdem Interesse hat, an einer anderen Frau, eine andere Frau kennenzulernen, dann weiß ich jetzt nicht, ob man der das vorwerfen muss, weil ja Gloria nicht in einer Beziehung mit Patrick war. Und auch wenn die gerade quasi auf der Basis eines intensiven Kennenlernens sich befunden haben, dann würde ich ja jetzt trotzdem sagen, dann müsste der Patrick eigentlich derjenige sein, dass wenn er denn wirkliches Interesse an der Gloria hat, der dann zu der anderen Frau sagt, du, pass auf, da habe ich jetzt gar kein Interesse daran, weil das könnte das irgendwie gefährden. So hat er ja scheinbar nicht gemacht, wie wir wissen. Und deswegen finde ich es irgendwie, also auch wenn Gloria noch gut mit Patrick ist, finde ich es dann schwierig, aus meiner Sicht es der anderen Frau vorzuwerfen, weil ja Patrick rein faktisch noch Single war und er der Einzige ist, der diese Grenze hätte ziehen können. Nicht hätte ziehen müssen, aber hätte ziehen können. So, also das ist jetzt erstmal so der Stand vorm Promibüßen gewesen. Ich habe das relativ cool genommen, weil ich und Patrick waren ja sozusagen in dem Moment Friends und das war ja alles auf locker und es war jetzt nicht so, dass wir eine tiefe Verbindung hatten, weil wir uns ja nur einmal gesehen haben und ich das ja sowieso langsam angehen wollte. Im Promibüßen habt ihr ja dann alles gesehen. Da hat sich natürlich dann schon viel entwickelt, weil ich fand Patrick immer super und hübsch, interessant, witzig und lustig und schlau. Also kann über Patrick wirklich nur Positives erzählen. War dann so, im Promibüßen waren wir uns ja dann näher, nach dem Promibüßen, beziehungsweise er ist ja dann rausgeflogen und ich habe dann Promibüßen freiwillig verlassen, weil ich bei Patrick sein wollte. Also es wurde ja auch behauptet, ich habe Promibüßen verlassen, weil ich Angst hatte, dass diese Frau dann im Hotel auf ihn wartet, aber das kann gar nicht sein, weil mal rein theoretisch oder logisch gedacht, wartet diese Frau jetzt 14 Tage in dem Hotel? Also ist ja gar nicht möglich. Hat sie dann ein Hotelzimmer gebucht? Also wartet sie dann 14 Tage in diesem Hotel? Also völlig Banane, diese Behauptung. Und zudem wussten wir, dass wir nicht in das Hotel gehen, sondern dass wir in ein Airbnb gebracht werden und am nächsten Tag gleich abgeholt werden und wieder nach Hause fahren. So, sprich, es war gar nicht möglich, dass diese Person im Hotel auf ihn wartet, weil wir in einem Airbnb waren und Patrick
Und man auch ganz spät, also Patrick ist ganz spät ausgeschieden. Es war dann schon dunkel, wo ich das Camp verlassen habe, war es auch schon dunkel. So, ich wurde dann natürlich auch zu Patrick ins Airbnb gebracht. Wir hatten auch eine schöne Nacht. Es gab kein Stress. Wir haben gekuschelt, also es lief einfach ganz ruhig und entspannt so weiter, wie es beim Promi-Büßen halt auch schon weitergelaufen ist. Weil, wie gesagt, ich eine Frau bin, die sich Zeit lässt und nicht gleich ihr Schmuckkästchen öffnet. So. Jetzt sind wir an diesem Punkt angekommen, wo wir natürlich merken, dass diese, ich weiß jetzt nicht, wie lange die Dreharbeiten beim Promi-Büßen waren, lass es 2 Wochen sein, lass es 3 Wochen sein, mehr auf gar keinen Fall, dass da noch viel mehr Emotionales entstanden sein muss als das, was wir gesehen haben. Weil ich finde ehrlich gesagt, das, was wir gesehen haben beim Promi-Büßen, war jetzt nicht so krass. Man hat irgendwie schon gemerkt, dass die sich ja zueinander hingezogen fühlen, aber ich konnte das so ganz schlecht einordnen, weil wir einfach relativ wenig Bilder zu sehen bekommen haben. Und dass sie ausgestiegen ist wegen ihm, war mir irgendwie auch klar, aber trotzdem muss da ja emotional schon einiges passiert sein, wenn du einfach, naja, ich will jetzt nicht sagen, auf den Sieg verzichtest, aber doch irgendwie schon. Also du nimmst dir ja selber die Chance zu gewinnen. Es waren nur noch wenige Tage. Ich kann mir vorstellen, dass sie bei diesem Spiel im Finale schon gut abgeschnitten hätte, aber ist auch komplett egal. Auf jeden Fall hat sie sich dafür entschieden, wegen ihm zu gehen. Ich glaube, überrascht jetzt niemanden und ja, das, was sie da irgendwie sagt, ist für mich auch sehr plausibel, dass sie sagt so, hey, ich bin jetzt nicht wegen dieser anderen Frau rausgegangen, weil die konnte ja gar nicht wissen, wann er kommt, wie er kommt, etc. Also ja, bin da auf jeden Fall bei ihr, glaubt ihr das auch alles? Und dass da jetzt nicht wirklich so viel gelaufen ist, glaube ich irgendwie auch. Ja, Schmuckkästchen, ne? Habt ihr verstanden? Dann hat Patrick es sozusagen versucht, das mehr oder weniger charmant, die Art und Weise kann man sich streiten, war auch bestimmt nicht so fair der Frau gegenüber, hat er versucht halt ihr mehr oder weniger gelinde beizubringen, dass er halt kein Interesse an ihr hat, sondern eher Interesse an mir, weil wir halt eine viel closere Verbindung hatten als er mit ihr, weil er hat sie eine Woche lang getextet, Nachrichten geschrieben und glaube 2, 3 Mal gesehen. Und da ging es eigentlich auch nur um das eine. Also es war jetzt nicht wirklich irgendwie eine tiefgründige Verbindung, wie wir sie hatten. Patrick und ich haben uns dann natürlich auch weiterhin getroffen. Ich habe ihn am Bodensee besucht. Wir waren dann auch zusammen in Mallorca. Und in dieser ganzen Kennenlernphase, wenn man so relativ frisch zusammen ist es halt super schwierig, wenn dann auf einmal noch weitere Ex-Affären, also nicht nur die eine Frau, sondern auch andere Ex-Affären zur Presse rennen und es wirklich zig Trillionen gefühlt Beiträge auf Bild, Promiflash, RTL, Mittagsjournal, Explosiv und so weiter. Also lauter diese Kacke, da sozusagen alles breitgetreten wird. Man dann natürlich von außen sehr viele negative Einflüsse bekommt. Und das hat natürlich schon sehr viel zwischen uns leider gemacht. Also es hat unsere Kennenlernphase natürlich extremst erschwert. Hat natürlich auch zwangsläufig, obwohl wir wirklich sehr eng miteinander kommuniziert haben und ich immer alles gewusst habe, was er mit den Frauen schreibt und ich ihm auch alles erzählt habe, was mit Nicola war und so weiter, war das aber trotzdem sehr schwierig. Ich kann den Punkt von Gloria leider total verstehen. Also auf der einen Seite bin ich jetzt natürlich gerade an dem Punkt, wo ich so denke, hätte man das nicht irgendwie ignorieren können, hätte man da was zu sagen müssen. Aber ich erinnere mich natürlich auch trotzdem, das muss ungefähr dieser Zeitraum gewesen sein, wo sie sich irgendwie noch sehr viel über Nicola geäußert hat. Und ich glaube, dass das natürlich auch trotzdem eine Thematik war, die sie noch mit sich rumgetragen hat. Hat man ja auch beim Promi-Büßen gesehen. Also mir ist schon klar, dass sie nicht mehr in der Situation war, wo sie dachte, es gibt jetzt ein Happy End mit Nicola und sie es auch nicht wollte. Aber wenn da natürlich noch viele Sachen sind, die einfach da so im Raum schweben und wenn dann da ständig wieder irgendwelche Affären auftauchen etc., dann kann man zwar mit dem Mindset rangehen, wir ignorieren das, wir sagen dazu nichts und wir blenden das irgendwie aus. Aber so wie sie das jetzt schildert, müssen das ja super viele gewesen sein. Und ich kann natürlich total verstehen, dass es dann in dieser Kennenlernphase dadurch einfach ein Problem gibt, weil natürlich die Leichtigkeit fehlt und weil dieser Einfluss, der von draußen kommt, irgendwie immer permanent negativ ist und natürlich auch am Ende des Tages irgendwie was mit einem macht. Ja, auch wenn man jetzt irgendwie sagt, so, ja, das war alles vorher und es ist vorbei. Das haben wir ja auch schon bei ganz anderen Leuten gesehen, die ein Paar waren, dass das immer schwierig ist. Und ja, das ist dann natürlich ein Problem. Und da kann ich auch nachvollziehen, dass man dann irgendwie an den Punkt kommt, wo man merkt, du, pff, das ist von Anfang an einfach zum Scheitern verurteilt. Deswegen lassen wir das jetzt irgendwie. Und im Endeffekt haben sozusagen die Ex-Affären plus dieser einen Frau durch ihre ganzen Aktionen das geschafft, was sie wollten. Sie haben geschafft, dass Patrick und ich
es nicht geschafft haben, zusammenzukommen. Es lag nicht daran, dass wir uns irgendwie nicht leiden konnten, sondern also bei uns ist alles cool. Also wir haben auch nach wie vor Kontakt. Wir haben das dann aber wieder zurück zu einer Freundschaft gedrosselt, sagen wir es mal so. Es war auch in beidseitigem Einvernehmen. Aber es war einfach, ja, dieser Druck, also nicht mal von außen, von der Öffentlichkeit, sondern dieses penetrante, sich ständig an der Story wieder aufgeilen, immer wieder aufs Neue zu versuchen, einen Presseartikel zu bekommen, wirklich schon terrorisieren, penetrieren von Journalisten, die mir dann geschrieben haben, dass diese eine Person, also diese Frau, einfach nicht aufhört und immer weiter Presse möchte. Es ging dann sogar so weit, dass diese Frau angefangen hat, mich fürs Promi-Boxen herauszufordern, wo ich mir einfach nur denke, es heißt Promi-Boxen und nicht Fangirl-Boxen. Mit ständigen Kommentaren, auch jetzt noch, unter sämtlichen Artikeln soll sie weitermachen. Das ist auch sozusagen meine einzige Story, die ich jetzt dazu mache. Und meine große Bitte an alle meine Follower, bitte folgt ihr nicht, gibt ihr nicht das, was sie möchte, nämlich Abonnenten und Reichweite. Sie möchte das, sie will unbedingt ins Fernsehen kommen. Ich weiß auch, dass die dreimal die Hälfte ihrer Abonnenten gekauft ist, genauso wie der blaue Haken. Man sieht auch in der Beschreibung, dass sie da Promi-Flash-Bild und alles Mögliche markiert hat. Also es ist ein richtiger Schrei nach Aufmerksamkeit. Den bekommt sie jetzt einmal und dann ist das jetzt das Thema auch für mich durch. Ich bleibe auch bewusst sachlich. Im Endeffekt ist es einfach nur schade, wie es halt gelaufen ist, weil ich denke, Patrick und ich hätten schon ein gutes Potenzial gehabt als Paar, aber es ist halt einfach super schwierig gewesen. Das Thema ist jetzt auch durch. Man weiß natürlich nie, was im Leben passiert. Er ist mittlerweile glücklich. Mehr sage ich jetzt nicht zu seinem Status. Mir geht es auch sehr gut. Ich bin auch sehr glücklich. Es wurde sogar auch von der Frau schon versucht, bei, nicht meinem neuen Partner, aber bei Männern, mit denen ich unterwegs bin, wurde da auch schon angefangen zu kommentieren und zu liken, um sich da einzumischen, was ich wirklich richtig erbärmlich finde. Und ich hoffe einfach für sie auch, dass sie endlich ihren Frieden findet und endlich mit der Story abschließen kann und nicht versucht, ständig da wieder nochmal mehr Presse raus zu gewinnen. Das war jetzt das Statement. Ich hoffe, ich konnte jetzt eure Wissbegierigkeit oder wie man es auch nennen möchte, stillen. Und ja, das war jetzt sozusagen die ausführliche Story aus meiner Sicht. Mehr habe ich nicht hinzuzufügen. Ich werde jetzt auch nicht auf weitere Sachen von anderen Personen reagieren, weil ich jetzt alles gesagt habe. Die andere Person hat schon 100 Statements gemacht. Also ich denke mal, da gibt es jetzt eigentlich auch nichts mehr groß zu sagen und wir können das Thema jetzt einfach abschließen. Das ist jetzt erstmal die grobe Geschichte von Gloria. Wir wissen natürlich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht, das hat sie ja auch letztendlich so ein bisschen angeteasert, ob sie ob sie das nochmal irgendwann fortführen werden, wir wissen es nicht. Aber die besagte Person hat sich natürlich auch zu erkennen gegeben und hat unter einem Beitrag kommentiert. Und zwar gibt es ja mal ganz viele Gossip-Seiten, die dann diese Sachen, so wie ich das jetzt hier bei YouTube mache, bei Instagram zusammenschneiden. Die kommentieren es in der Regel nicht, sondern zeigen das einfach so, wie es ist. Und die haben das halt auch gemacht. So. Und da hat es gar nicht lange gedauert, habe ich mal drunter geguckt. Da gab es drei Kommentare von dieser besagten Frau, die Selina. Und das ist das so ein bisschen, was ich meinte. Also man kann da schon so seinen Standpunkt rüberbringen, aber das geht immer alles sehr krass. Ich lese euch das mal vor. Da schreibt die Selina über Gloria. Du warst nicht eine Sekunde Thema, Girl. Nicht mal ansatzweise war davor eine Kennenlernphase mit dir und ihm. Du redest so ein Punkt, Punkt, Punkt. Er hat dich durchgehend geleugnet und gesagt, dass nichts mit dir läuft. Ich habe doch alle Beweise auf dem Handy. Ich würde so gerne alles veröffentlichen, aber leider darf man das ja nicht. Und Patrick hat dich fallen lassen, nachdem du dein Schmuckkästchen geöffnet hattest, genauso wie ich es gesagt hatte. Da hat keiner irgendetwas erschwert. War sowieso klar. Ach, das ist alles, also nicht, dass er denkt, ich bin jetzt hier irgendwie, ich bin nicht in der Lage zu lesen. Das ist ohne Punkt und Komma geschrieben. Das ist total anstrengend zu lesen, weil ich immer gar nicht weiß, was jetzt welcher Satz sein soll. Also deswegen, ne, nehmen es mir nicht übel. Dann geht es ja hier noch weiter. Es war eine Büßenshow, nicht Love Island. Das Format hat sie komplett verfehlt. Aber
ist ja nichts anderes zu erwarten gewesen von ihr, obwohl sie wusste, dass ich und Patrick uns kennenlernen und intensiv Zeit verbringen, bevor sie ins Format sind. Und Tage danach im Format hängt sie sich an ihn ran mit Absicht und dem Wissen, es gibt mich. Und obwohl er klipp und klar gesagt hatte und es immer wieder betont hatte, sie sind nur Freunde, er und Gloria. Aber sie habe sich verliebt und nicht er. Patricks Worte waren immer wieder, sie verlässt safe das Format, weil sie Angst hatte, dass Patrick und ich uns direkt sehen und sie dadurch vergessen werden könnte. Also hier möchte ich auch nochmal diesen Punkt einwerfen, dass ich das total krass finde, dass sich hier zwei Frauen um einen Mann streiten, der sich ja trotzdem scheinbar alle Türen oder wie die beiden Damen es sagen würden, alle Schmuckkästchen offen gehalten hat. Weil Fakt ist ja auch, wenn er, also er hätte sich ja auch klar entscheiden können und er ist halt irgendwie zweigleisig gefahren oder vielleicht auch dreigleisig oder viergleisig, aber jetzt ihr da irgendwie was zuschieben zu wollen oder natürlich auch umgedreht, finde ich halt insofern schwierig, weil die nicht zusammen waren und ich das irgendwie total crazy finde, dass die Frauen sich jetzt hier so gegenseitig angehen. Aber wir sind noch nicht fertig, liebe Freunde. Hier schreibt die Selina noch, keiner will mit dir eine Beziehung und du suchst nur Aufmerksamkeit und lässt es an anderen aus. Traurig. PS, hast du eigentlich Angst, den Nachnamen zu ändern auf Social Media? Der gehört ja deinem Ex-Mann und nicht dir und ihr seid ja Entscheidung. Ich frage nur für eine Freundin. Ja, verstehe ich jetzt auch nicht. Also es gibt so viele Menschen, die, wenn sie geheiratet haben, einfach einen anderen Namen angenommen haben und den einfach behalten wollen. Vielleicht auch einfach, weil er ihr besser gefällt als ihr eigentlicher Name, was ja irgendwie auch ihr gutes Recht ist. Also ich meine, sie ist ja jetzt nicht mit einem Namen, also sie trägt keinen Namen, wo man jetzt sagen würde, sie profitiert davon enorm. Also wisst ihr, worauf ich hinaus will? Das ist ja nicht so wie damals Sylvie van der Vaart, ja, wo jetzt vielleicht böse Zungen sagen können, die Sylvie van der Vaart hat damals Karriere gemacht, weil sie eben die Frau von Raphael van der Vaart war, aber die hat ja auch ihren Namen abgelegt. Jetzt sieht man, dass Leute sich auch dagegen entscheiden. Und wie heißt die von Kampf der Reality-Stars? Jetzt komme ich auf ihren Namen, nicht die Moderatorin. Ne? Hummels, genau. Kathi Hummels möchte jetzt ihren Namen vielleicht nicht ablegen. Erstens, weil sie ein Kind hat und sie möchte, dass das Kind Hummels heißt oder die beiden gleich heißen. Also worauf ich hinaus will, es gibt da so viele verschiedene Situationen, warum man sich dafür oder dagegen entscheidet. Und das ist halt so, keine Ahnung, finde ich irgendwie so random. Ich glaube aber, diese Geschichte ist jetzt tatsächlich auch erstmal auserzählt, weil Gloria ja gesagt hat, dass sie sich nicht mehr dazu äußern möchte. Und jetzt wissen wir erstmal, wie der Stand aktuell mit Bauer Patrick ist. Mich würde natürlich auch noch interessieren, was, also ein bisschen ausführlicher, was mit der Selina so passiert ist. Also was ist denn aus dieser Kennenlernphase geworden? Weil wenn ja aus dem Patrick und der Gloria nichts geworden ist, dann frage ich mich jetzt natürlich, warum ist denn zwischen Selina und Bauer Patrick nichts geworden? Das wäre doch jetzt ja für mich eigentlich die logische Konsequenz einer Fortsetzung. Aber gut, das war es jetzt erstmal von mir an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Video. Ich verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!